50. So Leute, da sind wir im nächsten Spiel. Goblins gegen Monorot Pros, also Monorot gegen Monorot. Ich habe mir den Kevin dabei geholt, weil... Servus Freunde, weil der Kevin keine einzige rote Karte besitzt in seinem Pool. Deswegen wollte ich mal dem Kevin ein paar rote Karten zeigen, damit er auch mal weiß, wie die andere, wie es auf der anderen Seite der Mauer aussieht. Meistens hässlicher. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Lightning Bolt kenne ich noch, aber... Ja, aber der wird im Goblins nicht gespielt. Da wird dann die guten Fiolen und so weiter gespielt. Ja, die sind aber nicht rot. Aber Mono. Ja. Goblins hier meiner Meinung nach vorne, aus dem Grund heraus, dass man gute Kreaturen von vornherein hat. Im Monorad Pros, wo man halt eher mit Monastery Swift Spears, den man jetzt auch sieht, oder Soulscar Mages oder, oh Gott, wie heißt der Große nochmal, Bedlam Revealer oder sowas arbeitet und dann versucht mit Lava Darts die zu hoch zu triggern. Okay, das sind wahrscheinlich auch die Kreaturen, die in dem Deck gespielt werden, ja, genau, die drei, genau, die du genannt hast. Ja. Engine Tomb hier natürlich gegen so ein Matchup das, was man nicht haben möchte. Aber gut, Engine Tomb Hull. Turn 2, Matrone. Ja, Matrone into Goblin Lackey. Mit einem wunderschönen Artwork. Ach, das ist der aus dem Secret Lair. Ja. Schön. Hashtag Don't Buy Secret Lair. Ja. Aber der ist non-voll. Dementsprechend ist der okay. Ich habe mir den auch angeguckt, tatsächlich. Ich mag ja auch das ja, Artwork. Da kommt der Lavadart. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Ja, er möchte ja weiter angreifen. Er kann ja immer noch den Lavadart einfach flashbacken, wenn ich irgendwas versuche mit den Goblins. Dafür muss er einen Mountain opfern, oder? Ja. Warum? Ich kenne die ganze Runde. Er hat ja noch zwei Karten auf der Hand. Zwei Mountains. Ja, okay. Und ich glaube, er hat noch kein Land Doch. Goblins hat angefangen. Ja, ja. Er ja, muss halt mal überlegen. Das ist halt Turn 2, bis man auf 11 leben. Jetzt kommt halt der Lackey. Genau. Und da kann man jetzt halt auch ein bisschen warten, bis der Lavadart kommt. Ich sehe da noch eine Matrone auf der Hand, noch eine Ätherfiole. Ja, er wird versucht, die Gingis benutzen. Ja gut, Gutshot geht natürlich auch. Kann man machen, ne? Hätte ich an der Stelle wahrscheinlich den Lavadart benutzt. Ich hätte auch den Lavadart benutzt. Aber ich weiß auch nicht, was noch auf der Hand ist. Natürlich, der Lavadart, wenn er aus dem Friedhof ist, kann der Bedlam Revealer halt nicht... ist nicht günstiger. Genau, er wird nicht günstiger, was natürlich da ein bisschen... Ich sehe Chain Lightning. Ja, Chain Lightning geht dann auf 8. Das zurück zu ballern kostet 2 Rote. 2 Rote. Ja. Das Problem ist halt, dass ein Schnurm halt kein Rot macht. Ja, dafür braucht man ein Birds of Paradise und ein Script Rain. Oh ja. Hat den wird im Main gespielt? Hat ja, One of im Main gespielt, einfach auch zum Raussuchen, gerade gegen Dark Depths und ähnliches. Ich meine, wenn er ins Spiel kommt, bounce der halt was, was immer ganz nett ist. Und eine Kreatur, aber kein Permanent. Nur Kreatur, genau. Okay. Für ein Rotes. Für ein Rotes und Farblos. 2-2. Und mit Echo-Kosten von 4. Und 4, ja, dann. Ja, die bezahlt man nicht. Auf 3. Ich sehe auf jeden Fall einen Grenko. Ein Grenko? Der kostet 4. Der Boss. Ja, hier rote Karten kannst du doch. Ja, ja. Ja, nicht doch jetzt im Commander gegen spielen dürfen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist mein neues Notfallvideo. Kannst die Leute schon mal heiß drauf machen. Kevin spielt zum ersten Mal Commander. Genau. On Kamera. Das ist ein Chieftain. Warchief, Entschuldigung, Warchief. Goblin, Warchief. Plus, nee, nee, und nee, das ist nicht der Warchief, das ist der. Oh Gott, wie heißt der denn? 1-1 Doppelschlag Matronen-Effekt. Aus dem Goblins gegen. Ja, aus dem Duell-Deck. Ja, Goblins gegen Meervolk, glaube ich. Ist das. Aha. Okay. Puh. Ja. Und dann, mir fällt der Name aber nicht ein. Der hat den Matronen-Effekt drauf. Oder was meinst du? Was kann der? Erstschlag hat er auch. Ne, der hat nicht den Matronen, der hat den hast mich durcheinander gebracht, der einen Mana 1-1er, der Lecke, der hat Lecke-Effekt drauf, so. Mit Doppelschlag. Ah ja, das ist stabil auf alle Fälle. Das ist vor allem stabil, weil du mit dem ersten Mal, wenn du es zuschlägst, mit dem Erstschlag, kannst du die Matrone reinlegen. Dann was kannst du was raussuchen, bei dem zweiten Schlag kannst du das, was du mit der Matrone reingespielt hast. Das ist ganz cool. Zeigt aber hier, dass man auf jeden Fall Mono-Rot spielt. Und auch etwas größer spielt. Es gibt zwei Versionen, also drei Versionen von Goblins, um genau zu sein. Mit Schwarz kenne ich das. Genau, es gibt schon mit Schwarz, das ist, genau.
Dann gibt es eben diese etwas größere Version, wo auch im Normalfall Kiki-Jiki und Ähnliches gespielt wird. Das ist meistens Hiddy-Version mit dem Incinerator. Okay. Und dann gibt es deshalb auch das Engine Doom, macht auch in dem Deck auch immer Sinn. Und dann gibt es noch eine monorote Agro-Liste, wo dann auch diese 2-Mana 1-1er gespielt werden, die einen 1-1 Goblin produzieren, wenn sie ins Spiel kommen oder sterben. Oder ein Echo haben. Genau. Ja. Und die werden hier in diesem Fall halt eben nicht wirklich benutzt. Okay. Ja, kam Fire Blast, das tut weh. Den hätte man auch Lava daten können. Den hat er doch nicht mit dem Fire Blast. Nee. Habe ich gerade nicht geguckt. Nee, da wurde geblockt. Ja. Das ist der Golden Watch, jetzt anders als Chieftain. Ja. Viel zu lange nicht mehr benutzt. Ja. Alle Goblins kriegen Eile und +1/+1. Ach, wunderschöne Token. Und der Krenko macht, wenn man ihn kriegt. Tab kriegt man so viele 1-1 Goblins, wie man Goblins kontrolliert. Was in dem Fall jetzt 2 sind, im nächsten Zug sind es halt 4. Es könnte jetzt halt langsam rumschwingen, gerade wenn ich sehe, dass da nur Länder auf der Hand sind. Ja. Nur Länder hat der Pros-Spieler auf der Hand, das ist ärgerlich. Obwohl, es würde ja ein Feuerblast. Ja, das ist wieder der Doppelschläger. Bryce in dem Deck? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Ja, kriegt man nochmal 5 Goblins oben drauf. Ist man bei 7 Goblin Tokens. Hier Slide nach oben weg, Haste, aber ich hatte halt keinen Platz mehr. Ja, genau, die sind halt mal alle auch Haste. Das heißt, letztes Mal habe ich 2 gekriegt. Wie frech. Ja, das kann das Deck. Das kann ganz schnell, ganz, ganz. Genau, und da sind es 16 Leben, die der andere hat. 16, ja. 16 Leben. Also 16 Leben für den Monorad Pros, das ist lethal. Der macht 4 Damage. Für die Goblins. Selbst wenn er den mit Doppelschlag blockt, um 4 Damage zu verhindern, sind es 7 Tokens, die jeweils 2 machen, sind 14 plus 2 durch den Warchief, sind 16. Die sind alle 2-2. Ja, und er kriegt mit dem Lava Dart nicht getötet, weil alles 2-2 ist. Genau. Ja. Ja. Das war eine sehr schnelle erste Runde. Das ist auch das, was ich sage. Was man erwartet, wenn man 2 rote Decks sieht. Ja, das stimmt, das stimmt. Obwohl das so Big Eldrazi. Ist ja nicht monorot. Kann man theoretisch monorot spielen, ja, wenn man nur komische die Affen drin hat. Was gab es dann noch? Dieses komische Rote da mit dem Schweinchen und Sneak Attack? Ja, das ist Big Red. Big Red, genau darauf wollte ich hinaus. Ja. Ja, Sideboards, Monorad Pros hat hier sehr fiese Karten mit drin, weil auch viel, was einfach 2 Damage an allen Kreaturen macht, weil die ganzen Pros überleben den Quatsch. Ja, auch sowas wie Cave-In, wo man einfach nur eine rote Karte aus der Hand abwirft, um allen Kreaturen, allen Spielern 2 Schaden zu schießen. Ah ja. Ziemlich mies gegen Goblins. Die Goblins hier wahrscheinlich Thorns of Amethysts. Sonst ist das, glaube ich, nicht so viel, was die Goblins hier boarden können. Brauchen sie es auch? Also eigentlich nicht, ich denke nicht. Der Rest ist ja, Goblins ja sehr anfällig gegen Combo und das Sideboard von Goblins ist auch sehr hart gegen Combo ausgelegt. Und mit den Tokens, die die Goblins machen, kann man die Pros Dudes gut weghalten. Und genau, sie haben halt meistens keine Eile. Oder Trample fehlt halt auch dann. Ja. Mal gucken. An der Stelle auf jeden Fall wunderschöne Matte, by the way, vom Monorail Pro-Spieler. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ja, ich mag seine kleinen Hände. Ach, Philipp, du hast so schöne kleine Hände. Das ist Bologna, Magic Fest. Die Matte, ja, die Matte. Ist aus Bologna. Ja. Hat er sich eine gegönnt? Ja, haben ein paar Leute sich eine gegönnt. Der Wiegel noch, soweit ich weiß. Ja. Also ich habe keine. Ich auch nicht. War mir zu teuer. Ja. Schade war, als wir dann die Ticks voll hatten, weil Philipp sich ja die Lotus-Matte kaufen wollte, dass die dann nicht mehr da war. Ja, das war sehr, sehr schade. Ja, hier, wie man es gewohnt ist, von Monorail Pros. Einfach mal Poke 1 ins Gesicht gegen Goblin Lakai. Das ist natürlich nicht der krasse Start von Goblins. Ja, gut. Und der Swift Spear hat auch 1-2, ne? Ja, genau. Das ist sehr auch ein Upgrade auf der Hand, by the way. Das ist natürlich wahrscheinlich aus dem Sideboard reingekommen. Auch sehr gut gegen Goblin. Zerstört ein Artefakt und macht 4 Schaden auf die Kreatur. 3 Schaden nur, 3. Aber das ist ziemlich für jeden. Light up the stage. Okay. Lange nicht mehr gesehen, die Karte. Da will man den Bedlam nicht drin haben. Nee, noch nicht. Später vielleicht. Ja, ja.
kann uns das Chain Lightning auf den Goblin spielen natürlich. Dann schon mal 2, 4, fehlen ja nur noch 4 Spells im Friedhof. Kriegt er nicht, ne? Gutshot. Gutshot habe ich jetzt gewonnen. Ja. Ah, Kratermacher. Der kam wahrscheinlich aus dem Sideboard. Aber der wird doch auch Main gespielt, als One-Off mal mindestens, oder? Ja, ja, aber wenn man den hier so konstant findet, kann es sein, dass er random auf der Hand war. Wieder kein rotes Mana offen, um den zurückzuwerfen. Ja, dann geht der Bedlam. Geht der Bedlam dann in den Friedhof oder bleibt er im Exil? Soweit ich weiß, geht er in den Friedhof. Okay. Berichte ich mich in den Kommentaren, wenn es nicht so ist. Flamed und hasst mich. Schreibt das jetzt in die Kommentare. Ja. Genau das. Ich hab das Spoiling jetzt auch nicht im Kopf. Nee, auch nicht. Ansonsten, ja gut, hier von der Pros-Seite, ich sehe halt noch den Gutshot auf der Hand, aber... Ist egal. Ja, das... Upgrade schießt auf ihn, bevor der Trigger kommt. Was macht... 2? 2 Damage auf eine Kreatur. Das ist halt dann schon recht nett. Tja, Philipp, da hast du nett aufgepasst. Das ist der Ringleader. Der findet jetzt mal 4 Mountains. 1, 2... Ah, ein Goblin. Goblin, das ist der Klassiker. Undankbar. Das ist so undankbar. Das ist der Klassiker. Leider Gottes. Ich hatte ja noch, bevor ich ins Legacy eingestiegen bin, im Modern Nightfall gespielt und Collected Company. Es war eine tolle Karte, aber man hat so oft nichts gefunden. Oder dann spielt man eine Collected Company und findet ein Birds of Paradise und ja, denkt sich so, danke für nichts. Gerade nachguckt, tatsächlich ist es so, dass die Karten im Exil bleiben. Ja, dachte ich, ja. Adapter Stage, habe ich gerade gesehen. Hatte mich daran erinnert, ich habe das ja im Standard gespielt, eine Zeit lang auf Magic Arena. So zum Zeitvertreib, weil Hashtag Corona. Käfin. Käfin ist mächtig. Kenn ich nicht. Das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Du kannst eine rote Karte. Ach, Corona. Ja, ja. Gut, dass wir mindestens 2 Meter auseinandersetzen. Ja. Und tragen Gesichtsmasken. Natürlich, hört man. Nee, also man kann eine rote Karte aus der Hand abwerfen oder exhalen, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und dafür kann man die casten und macht dann halt 2 Damage an allen Kreaturen und allen Spielern. Mhm. Ziemlich miese Karte. Ja, der Pros-Spieler hat jetzt mit seinen ganzen Spells die Kreaturen abgeräumt, empfiehlt aber selbst die Kreatur, um Aggro daraus aufzubauen. Was zu machen, genau. Da kommt jetzt halt gleich der Badlam von der Hand. Hat 2, er einen? 4, 6 hat er im Friedhof. Ja, ich habe den Badlam schon gesehen. Die Frage, ob er ihn casten möchte, weil das Problem tatsächlich besteht, dass das Upgrade auf der Hand eigentlich ziemlich mächtig ist. Aber ich würde jetzt das Upgrade wegwerfen, um die aus dem Exile zu spielen. Die dann würde er den, spielen, ja, den Ringleader abräumen und würde dann den Badlam aufs Board legen. Ich denke auch, das ist, glaube ich, gar nicht mal so bad. Ja, rot spielen kann ich. Deswegen habe ich auch keine einzige rote Karte. Das wäre ja easy mode. Ja, ja. Ich will ja unseren Rotspieler in die Show stellen. Okay. Faithless Looting. Looting. Ist das Foil? Hast du das richtig gesehen? Ja, ich glaube schon. Oh Gott. Ja, wobei, die dürften jetzt auch nicht mehr so teuer sein, nachdem wir im Modern gebannt sind. Ja, auch das zeigt, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, aber dann mit dem Format bin ich echt fertig. Da habe ich gar keinen Durchblick mehr. Nee. Ich auch nicht mehr. Hä? Aber okay. Ich war gerade verwirrt. Warum geht der Mountain jetzt ins Feld? Ja. Da fehlt noch eine Karte, glaube ich, wa? Ja, müsste noch eine abwerfen. Gut, man könnte jetzt hier auch einfach das Upgrade abwerfen, das Land spielen und den Battle spielen. Das sieht auch so aus, als würde das jetzt passieren. Jawohl, da kommt der Battle. Ja. Fände ich aber, so wie ich gesagt habe, sinniger. Also das Looting hätte ich mit dem Battle einfach gediscardet, weil er hat ja nichts großartig gefunden. Ich habe noch einen Battle gesehen und noch 2... Zwei Zauber. Die bleiben exil. Gehen wir davon aus, das wird hier ein ongoing Fehler sein, dass die Karten da in den Friedhof gelegt werden.
Okay. Das ist während des ganzen Matches passiert. Ja, aber jetzt ist halt die Frage, er hätte... Eben, was hat er eben in den Friedhof gelegt, den anderen Bethlehem? Also er hätte ihn trotzdem spielen können. Also es macht jetzt, klar, er hätte ihn so oder so spielen können, das wäre jetzt nicht das Problem. Darum geht es mir jetzt gerade. Er agiert ja nicht mit den Karten dann. Nee, er ist nicht mit den Karten am Interagieren. So, hat man gerade sogar gesehen, wie das Fenster zugemacht wurde. Ja, und da waren gerade die Kirchenleute. Ich dachte, Leute, ja, nee, das ist gerade. Das hört man im Video nicht ganz so krass, weil die doch sehr. Das Video sehr leise ist. Ja. Aber ich weiß jetzt schon, dass Leute zurückspielen werden und das laut machen werden, nur um zu hören, wie die Kirchenleute klingt. Ja, das ist wichtig. Wichtig, wichtig. Und dann auch so die. Ja. So da kommt Faces Looting. Wo du wohnst. Wieder mal. Hier ist in meinem Looting zwei Goblins, zwei Mountains. Jedes Mal. Ist mal gucken, was da jetzt kommt. Ich sehe einen Bolt, ich sehe einen Badlam. Du könntest kein Geländer haben. Mountain mit abgeworfen. Und Soul Scar Mage, okay. Mit abgeworfen. Ja, vermutlich geht hier man jetzt boltet den Warchief. Spielt den nächsten Badlam aus. Denke, das ist hier der Plan. Das ist auch bisher ziemlich okay, weil jetzt durch die Badlands zieht er einfach immer weiter Karten, wodurch dem Goblin-Spieler durch die schlechten Ringleader halt irgendwann das Pulver ausgeht. Ja gut, er haut jetzt auch nochmal für 5, ne? Das merkst du halt auch. Und 8 Leben ist nicht viel. Danach, was hat er gezogen? Ich hab's jetzt nicht gesehen. Ich sehe einen Bolt aus Bologna. Ja, da. Aber sonst habe ich jetzt gerade nichts gesehen. Aber der Goblin-Spieler kommt da halt auch nicht so hinterher. Ich sehe einen Mountain, da kommt der Mountain. Alle aus dem Premium-Deck Fire and Lightning. Aha. Mhm, wunderschön. Okay. Und jetzt? Swift Spear into Bolt, into Lava Dart, into Gib ihm. Ja. Was ist das für einer? Lava Dart. Ach, das ist hier dieser Double Strike Dude, ja. Ja, genau, das war der Double Strike Dude. So. Ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Würfeln der hat. Dann Flashback, Fatal Looting. Okay, Fatal Looting, Flashback. Okay. Einfach nur für Damage-Maximierung wahrscheinlich. Aber er hat doch, was hat er denn noch auf der Hand gehabt? Ein Bolt, er hätte einfach mit einem Bolt die Kreatur abreißen können, hätte für Lethal gehen können. Ja. Weil hier das auch schon sehr knapp ist. Also jetzt gerade auch mit dem Flashback Lava Dart könnte er, wenn ich es richtig sehe, 8 mit 4 Vierern angreifen. Nee, das sind ja 5 Fünfer dann. Er würde dich auch sogar 5 Fünfer, ja genau. Also das hier ist, glaube ich, jetzt auch gerade nur... Also so, wie wo ich Storm gespielt habe, da macht man halt mal noch eine Runde, weil man kann ja. Ne? Wobei hier hätte ich den Lava Dart noch nicht gezogen. Ich hätte den erst gezogen, End of Blocker, Declare Segment. Aus dem Grund heraus, dass eben jetzt mit der Fiole noch ein Goblin zum Blocken reinkommen könnte. Kommt aber nicht. Kommt er nicht. Die Fiole kam auch sehr spät. Mhm. Und zwei gecastete Bethlehem Revealer geben, dann nochmal 6 Handkarten. Er hat beides mal die Hand vorher leer gespielt. Ja, das ist sehr viel Value, die er da gekriegt hat. Da rennt das Deck auch einfach vorwärts. Ja, genau. Das ist auch, denke ich auch nicht, dass das irgendwie jetzt großartig falsch gespielt wurde von keiner der beiden Seiten. Zumindest habe ich jetzt nichts Großartiges gesehen. Außer, dass die Karten von Light Up Stage in den Friedhof gelegt werden. Ja. Aber wir haben ja auch direkt festgestellt, dass spielte jetzt gerade in dem Match keine Rolle. Keine Rolle. Ich glaube auch generell, dass es maximal eben bei einem sehr frühen Badlam eine Rolle spielt. Mhm. Vor allem, wenn du dann 2 Stück oder so dabei hast, die du irgendwie nicht rauskriegst. Was könnte da? Ja. Wir lassen uns überraschen. Ja. Ja, natürlich überraschen. Ist halt Monorot gegen Monorot. Also, wenn ihr jetzt auf den Ticker guckt, Time sagt halt, die sind schon ein gutes Stück dran. Ja, man kann auch gegen rotes Deck lange brauchen. Also ich hatte ja auch mit deinem Five-Color-Deck bei einem FNM gespielt. Ja. Im Finale gegen unseren Philipp mit Burn.
Und wir waren die Letzten, die noch im Spielen waren. Ne? Also, das passiert. Ja, gut, wenn du halt so langsam spielst. Das bedacht. Ich spiele nicht langsam, ich spiele bedacht. Ja. Gut, Wasteland hier natürlich eine richtig gute Karte. Ja, oh, schön. Gegen 100 Pros, die nur Basic spielen, noch nicht mal diese Fetchlander oder diese Drawlands. Ein Soulscar Mage. Okay, das sehen wir auch mal den Soulscar Mage. Ich wollte eben schon sagen, wir haben jetzt noch gar keinen davon gesehen, nee, außer den einen in Friedhof Wandern. Ja. Oh, Thorn of Amethyst. Ach, eine wichtige und gute Karte. Einfach weil Spells jetzt einmal eine mehr kosten. Ich sehe einen Cavern auf der Hand, ich sehe einen Bolt auf der Hand. Spells? Nee, Non-Creature Spells. Non-Creature Spells. Okay. Deshalb Goblins davon nicht so hart betroffen ist. Vor allem, weil die Weil liegt und das. Ja. Ich meine, ansonsten gibt es auch dieses Fear of Resistance, die würde alle Spells teurer machen, aber wenn man selber eben so viel Kreaturen spielt, dass es einen eigentlich nicht stört. Ja, gut, und wenn du die Weil hast, das ist der Lucky. Ja, das ist der Lucky, da ist noch ein Thorn. Der Soulscar Mage hat einen Buddy von 1-2 oder von 2-1? Ja, 1-2. 1-2. 1-2 mit Verdorren und Spells, die du castest, haben auch Verdorren praktisch. Eigentlich ganz cool. Ne, er hat Pros, so, und seine Spells machen Verdorren, genau. Genau, mit dem Minus-Minus-Magen, das ist schon nicht schlecht. Hier, End of Turn, bolt dein Gesicht. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Also bolt Gesicht. Ah, okay, Smash Spirits. Für 3. Für 3 Mana. Ja. Macht 3. Aber er hat 3 Länder da liegen. Ich hätte die Wald zerstört. Ich hätte tatsächlich die Wald zerstört. Da kommt der Doppelschlag, Dude. Ja, und den Bolt auf den Lucky geschossen. Ich denke auch, dass man sich da eher um die Kreaturen kümmert. Auf der anderen Seite, mit dem Cave-In ist er halt, fühlt er sich relativ sicher, dass er das Board relativ schnell platt machen kann, denke ich. So, und jetzt kommt da der Lord. Nee. Egan Pal, der schießt jetzt den Soulscar ab und dann wird mit sowohl dem Incinerator als auch dem Lucky da eine Menge Kreaturen ins Board gelegt. Und er läuft in dem Moment, also der Goblin-Spieler hier läuft in dem Moment direkt in die Falle sozusagen vom Monorep Pros Spieler rein mit dem Cave-In. Ich habe das jetzt noch nicht gesehen. Er hat eins. Das ist der Lord? Genau, der gibt allen +1/+1. Der wurde mit dem Erstschlag reingelegt, wodurch erst ein Damage dadurch kommt und dann nochmal 4 Damage normal kommt. Aha. Der nächste Trigger zeigt eben die. Der wird dann reingelegt durch den Trigger vom Lecky. Ja. Das ist schon ganz cool, wenn man da mit dem Doppelschläger spielt. Okay, und das ist aber jetzt der schwarze. Das ist der Slingshot Commander, weil man den Siege Gang nicht mehr spielt. Wo man einfach Goblins opfern kann, um dem Gegner ein Leben verlieren zu lassen. Und man sieht selber, man kriegt selber ein Leben. Aha. Sehr cooles Teil. Man spielt nicht mehr den Siege Gang Commander, der hatte, ich glaube, 2 bezahlen und opfern. Goblin macht 2 Damage. Ja. Und hier macht man halt nur 1 Damage, kostet aber auch nur 4 Mana und man kriegt Leben dabei und er kommt trotzdem mit Goblins ins Spiel. Mhm. Zumal hat er das 1000-mal coolere Artwork, weil er einfach eine Zwille hat, wo er einen Goblin gespannt hat. Für alle, die Zwille nicht kennen, schämt euch. Ja. Buh. Ja, ich denke, hier muss das Cave-In gespielt werden. Jo. Das waren jetzt 3 auf alle. 2. 2, aber dadurch, dass der Lord stirbt, gehen wir runter. Alles klar, ja, okay. Das ist jetzt ziemlich vernichtend. Dafür wurde dann auch der falsche Goblin mit der Matrone gesucht. Weil jetzt ein Ringleader, der wieder gut ist, kann halt auch nochmal was aufziehen. Ja. Ich denke auch, dass das hier der falsche Goblin gesucht wurde. Auf der anderen Seite, der bringt ja auch nochmal 2 mit. Also so, jetzt haben wir Light of the Stage. Weil Cave-In macht 2 Damage an allen Spielern. Mountain und Chain. Ja. Gehen wir davon aus, dass das Chain gespielt wird noch. Und der oder halt nächste Runde. Ist halt ein Batlam auf der Hand. Und in seinem Friedhof fliegen 1, 2, 3, 4, das heißt, eine fehlt noch. Eine Landdrop hat er gemacht. Genau, die kann er, glaube ich, eh nicht Light Up Stage machen. Doch. Weil ich kann man. Geil. Okay. Habe ich zu viel Standard, zu wenig Standard gespielt. Ja, genau, bei Cave-In wird der Chain Lightning sogar excited. Gut, also fehlt ihm auf jeden Fall noch was. Auf der anderen Seite kann er so nächste Runde das ganz gut runterspielen. Aber warum? Ja. Also ich hätte jetzt in dem Moment tatsächlich das Chain Lightning Face. Ja, wenn man dann, von Anfang an dann so hat man, genau, weil dann hast du das Mana dir gespart. So, jetzt muss er dafür 2 bezahlen, weil das kein Instant ist.
Okay, da hat er Glück gehabt mit dem Swift, den er gezogen hat. Ja. Kann man halt auch mal machen, ne? Ja, dann ist es wieder okay wegen dem Trigger. Der Zwille Goblin kostet 4 Mana. Ja. Hat einen Body von 2-2 wahrscheinlich. Ich glaube ja. Ja, 1, okay. 2, 3, er hat 4 Karten aufgedeckt. Er kann auch einfach den Badlam spielen. Tatsächlich. Ja, könnte er machen. Ich denke, das ist hier auch besser. Gut, Goblins haben keinen Discard. Nö. Aber was will er sonst machen? Chain Lightning das Gesicht, er kann nicht angreifen wegen dem anderen Goblin auf der Hand. Warum? Der Swift Spigot auf 2-3. 2-3, ja, stimmt. Danach kommt dann der andere Goblin, dann... Ja. Ja gut, das ist halt jetzt die Überlegung, was, welche Richtung man geht. Ob man den Chain Lightning in dein Gesicht geht, den man ja von Anfang an eigentlich gefahren hat. Ja. Oder ob man jetzt eben auf jetzt schon umswitcht auf den Long-Term-Plan. Ja, es ist Chain Lightning das Gesicht, weiter Aggro. Ja. Macht auch, glaube ich, Sinn mit dem Pro-Stack. Ich meine, es kann dieses Long-Term-Game spielen ohne Probleme. Ja. Aber, ja. So. Ach, er blockt auch noch Goblins mit. Ja, 2 Goblins mit. Und nach dem Blocken wird er dann geopfert und der Gegner verliert ein Leben. Man kriegt ein Leben. Ah. Deswegen. Okay. Ja, das ist nicht verkehrt. Das ist der Slot vom Siege Gang. Da sagt man Goblins. Da. Der war jetzt gut. Speed für 3. Und der Goblin ist leer gespielt von. Ja, von keine Hand Handkarten her. Mehr. So. So, wenn man jetzt natürlich noch ein. Kostet. Schön. Oh, schön. Er ist auch gar nicht auffällig, so jedes Mal dieser. Chip mit dem Friedhof. So. Ja. Was könnte denn jetzt passieren? Snapcaster. Ja. Ja, wenn man jetzt halt so Land Bolt findet oder so, wäre das natürlich richtig nice. Mhm. Ah, Soul Scar Mage, da kommt wahrscheinlich dann kein Bolt mehr oder so. Ja, aber nächste Runde, er hat 5 Länder auf dem Board liegen, er hat 4 Kreaturen, alle mit Pros. Mhm. Das ist schon ziemlich. Es wird auf alle Fälle wehtun. Der. Ja. Ja gut, ich weiß jetzt auch nicht. 10 Leben beide, das ist schon, glaube ich, aktuell ziemlich favored für den Moonlight Pros-Spieler. Ja, sehe ich auch. Jetzt kommt darauf an, was jetzt der Goblin-Spieler zieht. Man kriegt die Kreaturen halt gehandelt, indem man einfach nur Block, Sack. Der Pros-Spieler kommt nicht durch und der Goblin-Spieler macht ihm sogar noch Schaden dabei, ne? Gut, jetzt gerade nicht. Da hätte man auch einfach mit dem Goblin blocken können. Jetzt hätte ich aber, der Kratermaker hat auch ein 2-2 Body. Ja, denke ich auch. Das hätte man blocken mit können. Ich denke, da wurde hier einfach nur noch resigniert und gesagt, okay, ich verliere die nächste Runde. Dann Engine Tomb hingelegt und ja. Da ist der Drop gelutscht, glaube ich. Denke auch. Die Frage ist halt, aktuell kann er halt durch die Ding noch nicht so viel machen. Ja, Solskjaer. Ja. Ja, man spielt halt Monorail Pro Stack, da spielt man ganz viele Proser und keine Spells. Ja. Ja, dann go. Ja gut, man kann jetzt hier noch einen Landdrop machen, wenn man eingezogen hat. Ja, aber das bringt nichts. Na doch, Gutshot. Gutshot Labadad, der dann 2 Leben und Mana kostet, ja. Aber immerhin spielbar ist. Hier geht man jetzt rein. Rein! Gucken, ob diesmal mit dem Kratermaker geblockt wird. Nee, nur Block-Sack. Auch hier hätte man mit dem Kratermaker easy blocken können. Es wären schon 2 Damage weniger gewesen, die man gehabt hätte. Und der Gegner hätte 2... Oh, noch ein Land, ne? Ja, und der Gegner hätte 2 weniger... Sachen. Ich sehe das Upbraid. Das Upbraid ist natürlich richtig gut, wenn er dann Chain aufbauen kann in den... In den Thorn. Ja, da geht er Thorn und... Da haben wir mal einen Haufen an Triggern. Oh ja, bitte. Leg überall mal an. Ja. Schön. In diesem Moment könnt ihr aufhören, weiterzuschauen. Wunderschön. Und damit dann eine Marke draufgelegt. Ja. Und dann kommt da noch eine Marke drauf. Und dann auf den auch noch. Und jetzt für den die Farbe. Ja. Die weißen sind eigentlich Minus-Counter. Das ist
by the way. Ja, aber das schickt trotzdem selbst ins Minus-Counter. Ja, da spielt man einen Gutshot für zwei Leben. Ich denke auch, jetzt wird einfach jeder. Auf zwei. eigentlich auf sieben. Du bist. Sack den Kratermaker Face? Geht nicht. Geht nicht, okay, gut, schade. Geht nicht. Und wenn, dann ist man auf. Er ist auf 8. Er ist von 9 auch nicht auf 2. Ich dachte gerade, hä? Nee, nee. Weil die 2 da lag. Ja, jetzt wird jeder Mark hochgedreht. Aber dann machst du auch gerade, also da macht der Herr Mark auf alle Fälle den Heun, dass der nicht scoopt. Nee, nee, das ich nicht. Das wollte ich jetzt aber auch sehen, weil wenn du sowas einem Monorail Pro-Spieler mal vorsetzt, das ist wie, keine Ahnung, wie so ein Sechster im Lotto. Ja. Ja. Ich hab's ja auch genossen, als ich gegen Heun mit Storm gespielt habe und er mich halt einfach jedes Mal zu Ende stormen lassen. Ja. Und hier, das ist halt auch so. Ja, ist halt schön. Ja. Schön mal zu sehen, oder? So die ganzen Marken. Was alles so passiert. Ja. Jetzt kann man noch ein Badlam spielen. Ja, nur noch ein Badlam spielen. Der sagt mal, Mono Rot, das wäre langweilig, ja. Da ist noch ein Fireblast. Das ist ein Haufen Schaden, der da liegt. Ich hab noch einen Fireblast gesehen. Der könnte jetzt im Gesicht das Spiel einfach beenden. Kurz überlegen, ob man den zurückschickt. Nee, aber mal kurz überlegen, ob man den zurückschickt. Zurück. Ist okay. Kriegst du 3 Damage, bist du auf 4. Ja, erstmal auf 4. Ja, so, jetzt gleich hasten. Das ist halt schon, die ganzen Marken wieder hochdrehen. Und ich gedacht, warum dauert das Match eigentlich so lange auf der Uhr? Das Match dauert so lange auf der Uhr, weil da halt jemand bis zum Ende das durchzieht. Ja. Fireblast. Kein Target, dann auf den eigenen Badlam. Ja. Nee, wird gar nicht gespielt. Wird gar nicht gespielt und ich gehe mal davon aus, da jetzt keine anderen Optionen mehr sind, wird angegriffen. Es wird ja angegriffen. Sehr schön. Und damit ist das Spiel dann vorbei. Ja, das Cave-In. Das Cave-In hat tatsächlich sehr, sehr viel gemacht. Das Board einfach sehr schnell weggeräumt, nachdem das so, so gut war vom Goblin-Spieler. Ja, stimmt. Da hat der Goblin-Spieler super reingespielt. Ja. Und das hat dann einfach geturnt. Genau. Da sind halt aber auch so Decks wie Goblins, Elfen, auch ich mit Maverick sehe ich ganz oft. Dann hast du das Gefühl, du hast jetzt die Überhand und dann siehst du das Terminus, dann siehst du das Supreme Verdict und dann ist halt vorbei. Ja, dann kommst du nicht mehr aus dem Keller. Genau. So Leute, das war's. Wir lassen das jetzt noch auslaufen. Ja, apropos und Keller, wir sind raus. Genau das. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.